Behind His Mask. Eine Stecksfeld-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 14. Point of View. Stegi. Und mit einem Mal war es, als würde alles in Zeitlupe vergehen. Ich blickte in seine nussbraunen Augen und ein Glücksgefühl überkam mich. Es tat plötzlich so gut zu wissen, dass er hier war. So gut zu wissen, dass ich nicht mehr alleine war. Ich lächelte und lief los. Die Bodyguards ließen mich nach einem Nicken seinerseits zu ihm durch und ich sprang ihm förmlich in die Arme. Er schloss seine Arme hinter meinem Rücken und drückte mich fest an sich. Ein glückliches Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Wie lange kannten wir uns jetzt schon? Bestimmt fast 3 Jahre. Er kannte mich ja schon. Schon fast seit dem Unfall. Ich spürte, wie sich mein bester Freund aus der Umarmung löste und mich besorgt musterte. Hey, flüsterte er schließlich. Hallo, antwortete ich so leise, dass nur er es hören konnte. Ist alles gut? Fragte er, woraufhin ich nur nicken konnte. Mein Herz schlug aufgeregt gegen meine Brust. Wieso bist du hier? Ich lächelte unsicher. Er grinste leicht. Ich wollte dich nochmal endlich sehen, bevor ich ein Jahr weg bin. Ich spürte, wie sich ein fröhliches und zugleich trauriges Lächeln auf meinen Lippen ausbreitete. Danke, antwortete ich leise flüsternd, woraufhin Panne mich nur angrinste. Er wandte sich zu Annabelle. Mom, Stegio und ich gehen jetzt, ja? Seine Mutter drehte sich zu ihm um und musterte uns lächelnd. Ach, du bist ein Stegi? Fragte sie mit einem warmen Ton in der Stimme. Ich nickte unsicher. Ich bin Annabelle, die Mutter von Patrick. Freut mich. Ich ergriff ihre ausgestreckte Hand und schüttelte sie. Das soll mir noch mal jemand sagen, Schauspieler seien aufgeblasene und äußerst arrogante Menschen. Jenes konnte ich mit dieser Belegung eindeutig widerlegen. Ist es denn okay, wenn Patrick eine Woche bei dir schläft? Der Schulleiter hat zwar ja gesagt, aber ist das denn für dich überhaupt okay? Sie sah mich fragend an. Ich nickte bloß erneut. Ein erleichterter Ausdruck machte sich auf ihrem Gesicht breit. Na dann? Annabelle machte eine ausladende Handbewegung. Palle grinste mich an. Ich blinzelte ein paar Mal unsicher und lief dann los. Ich lief vor meinem besten Freund durch die Menge der Schüler. Ich konnte spüren, dass er dicht hinter mir lief und irgendwie war es beruhigend. Fast automatisch bildete sich von meinem besten Freund und mir eine Gasse. Die Schüler deuteten fragend und tuschelnd auf uns. Viele warfen mir eifersüchtige oder missbilligende Blicke zu, doch ich ignorierte sie so gut wie es ging. »Soll ich nicht den Koffer nehmen?« fragte ich Palle leise, damit es niemand anders hören konnte. »Geht schon«, antwortete er lächelnd. Trotzdem nahm ich ihm den Rollkoffer ab. Palle verdrehte die Augen. »Wieso fragst du dann überhaupt?« Ich lachte leicht auf. »Gute Frage eigentlich.« »Wieso hast du eigentlich nie erzählt, dass Annabelle Glowland deine Mutter ist?« Patrick sah mich entschuldigend an. »Naja, ich wollte ungern über das Thema Eltern sprechen, weil... Naja, du weißt schon. Und außerdem hasse ich es, wenn mich die Leute als berühmten Sohn von einer Schauspielerin abspeichern. Ich will nicht wie jemand Besonderes behandelt werden und nur gemocht werden, weil ich bekannt bin, weißt du?« Ich nickte leicht. »Klar, verständlich. Würde ich vermutlich genauso machen.« Dankbar sah ich ihn an. Mein bester Freund grinste zurück. Und ich war zum ersten Mal seit so lang glücklich. Zum ersten Mal konnte ich diese schreckliche Schule vergessen. Zum ersten Mal seit so langer Zeit dachte ich nicht dauernd an mir. Und zum ersten Mal konnte ich endlich Tim vergessen. Als wir eine Stunde später im Zimmer saßen, hatte ich Palle bereits klargemacht, dass er gefälligst auf dem Bett schläft und ich auf seiner mitgebrachten Isomatte. Es hatte zwar eine ganze Weile gedauert, ihn zu überzeugen, aber irgendwann hatte er dann doch noch nachgegeben. »Wie läuft es eigentlich mit Tim?« fragte der Braunhaarige nach einer Weile und sah mich zögernd an. »Ich meine...« Er deutete auf ein blau angeschwollenes Auge. Ich biss mir unruhig auf die Lippe. »Unverändert«, antwortete ich bloß, woraufhin er einen tiefen Seufzer ausstieß. »Soll ich mal mit ihm reden?« Schnell schüttelte ich den Kopf. Palle grinste unsicher und lehnte sich gegen die Wand. Ich ließ mich neben ihm nieder und tat es ihm gleich. Sofort spürte ich, wie er sanft einen Arm um mich legte. »Das wird schon«, meinte Palle nach einigen Sekunden.
Ich nickte. Doch so richtig wollte ich da nicht dran glauben. Immerhin hasste der Größere mich. Er tat mir täglich weh, verletzte mich. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber sie stirbt. Point of view? Tim. Was hat der denn mit Patrick Glowellin zu schaffen? Zischte Veni neben mir wütend, als Stege nach vorne rannte und von dem Braunhaarigen in die Arme geschlossen wurde. Ich hörte nicht richtig hin, während er irgendwas weitererzählte. Meine Augen fixierten den blonden Jungen, der sich an den anderen klammerte wie an einen Rettungsring. Die beiden begannen sich leise zu unterhalten. Moment mal. Unterhalten? Ich dachte, die Schwuchtel spricht nicht. Wütend sah ich zu den beiden hinüber. Wahrscheinlich sprach er nur nicht, weil er zu faul war oder so. Und was hat er mit dem Sohn einer so berühmten Schauspielerin zu tun? Bestimmt tut die Schwuchtel so, als ob er den mag. Vermutlich, weil er ihn berühmt ist und Patrick fällt drauf rein. Aber woher hat er bitte Kontakt zu ihm? Und wieso sollte sich Patrick mit so etwas wie Stegi abgeben? Ich meine, das ist der größte Abschaum. Moment mal, war das Eifersucht, was ich empfand? War ich wirklich eifersüchtig auf Stegi? Oder gar Patrick? Wieso? Aber irgendwie war da tatsächlich ein kleines Stechen in meiner Brust. Nur was war das? Ich konnte doch nicht eifersüchtig sein. Wieso sollte ich auch? Weil der berühmte Sohn einer Schauspielerin etwas mit einem Opfer machte und nicht mit mir? Vielleicht. Weil Stege etwas mit Patrick und nicht mit mir machte? Vielleicht. Schnell schüttelte ich den Kopf, um diese seltsamen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen. Wieso sollte ich denn eifersüchtig sein? Niemals. Tim? Riss mich Tobi, welcher neben Veni Platz genommen hatte, irgendwann belustigt aus den Gedanken. Du starrst schon seit einer halben Ewigkeit auf die Stelle, wo Stege und Patrick gerade standen. Verwirrt sah ich auf und bemerkte, dass Patrick und Stege die Halle verlassen zu haben schienen. Ich habe nur nachgedacht, was ich das Schwuchteln nächste Woche antun kann, wenn ihr beide weg seid. Ich grinste die beiden an. Ein teuflisches Lächeln legte sich auf die Lippen meiner Kumpel. Erzähl uns dann alles davon, ja? Wir wollen jede Einzelheit wissen. Wir fahren dann ja zusammen weg. Schade, dass du nicht mit kannst. Ruffy seufzte leicht. Ich bemerkte den Blick, den Tobi Veni bei diesen Worten zuwarf, nur aus dem Augenwinkel. Trotzdem ließ er mich für einen Moment stocken. Er hatte ihn so liebevoll angesehen. Ich schüttelte mich. Das war doch was Normales. Musste nicht heißen, dass Tobi auf Veni stand. Das war freundschaftlich. Ich meine, was soll Tobi oder Veni schwul wären? Bei dem Gedanken musste ich leicht lächeln. Die Vorstellung war einfach zu lächerlich. Also, erzählst du uns dann, was du mit Stegi anstellst? Fragte Ruffy und grinste mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Tobi sah auf den Boden und schien mir den Gedanken ganz woanders zu sein. Ein trauriger Schimmer hatte sich in seine Augen gelegt. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen, was los war. Ich riss mich aus den Gedanken und nickte Veni leicht zu. Klar erzähle ich euch das. Aber erstmal muss ich Patrick und Stegi auseinanderbekommen, fügte ich in Gedanken hinzu. Als ich die Tür zum Zimmer von mir und Stegi aufstieß, kam mir bereits ein fröhliches Lachen entgegen. Ich kannte das Lachen nicht. Verwirrt sah ich mich im Raum um und entdeckte Patrick und Stegi vor Stegis Wand mit seinen Zeichnungen stehen. Der Blonde hatte ein fröhliches Funkeln in den Augen und schien gerade einen dezenten Lachflash zu haben. Sein Lachen war sehr hell und irgendwie ansteckend. Du wolltest mich wirklich mit Schweinsnase zeichnen wegen Edgar? Fragte Patrick gerade nach Luft schnappend, woraufhin Stegi nur nochmal lachen musste. Sein Lachen klang ein wenig wie das eines Delfins. Es war hoch und schallend und irgendwie schön. Und zum ersten Mal fiel mir auf, dass ich ihn noch nie so gesehen habe. Noch nicht ein einziges Mal hatte ich den Blonden mit diesem glücklichen Funkeln in den Augen gesehen. Noch nicht einmal hatte ich ihn lächeln, geschweige denn lachen sehen. Ich musste zugeben, dass das zu teilen auch an mir lag. Er wirkte wie ein völlig ausgewechselter Mensch. Er wirkte sehr aufgeweckt, fröhlich und lebensfroh, wie kaum jemand anders, den ich kannte. Von einem Augenblick auf den anderen war er glücklich.
wie als wäre er eine andere Person. Er weckte Erinnerungen in mir. Erinnerungen, die ich seit Jahren zu verdrängen versuchte. Erinnerungen, die ich nicht haben durfte. Genervt schüttelte ich den Kopf, um diese seltsamen Gedanken loszuwerden. Stegi hatte es schließlich verdient, dass er nie lachte, dieser Schwuchtel. Er hatte es ja schließlich auch verdient, dass er sich scheiße fühlt und... ja, und so halt. Ja, brachte der Blonde nun hervor. Es war auch das erste Mal, dass ich ihn reden hörte. Zwischendurch hatte ich mich manchmal gefragt, ob seine Stimmbänder irgendwie kaputt seien, aber schreien konnte er ja schließlich auch. So leicht wie der zum Heulen zu bringen war. Ich musste mir bei dem Gedanken ein hämisches Grinsen verkneifen. Auf einmal schienen mich die beiden Jungen zu bemerken. Stegis Miene war augenblicklich wieder wie ausgewechselt. Seine Augen hatten das Funkeln in Windeseile verloren und er blickte mir ein wenig ängstlich, aber auch trotzig entgegen. Stegi beugte sich nach vorne und flüsterte Patrick schnell etwas ins Ohr. Dieser nickte leicht und wandte sich an mich. »Hey, ich bin Patrick.« »Hallo.« Ich setzte ein gespültes Grinsen auf. Ich musste sein Vertrauen bekommen. Dann kann ich Stegi das wegnehmen, was ihm anscheinend etwas bedeutet. Und ich konnte eventuell die Gunst von Annabelle Glowin erlangen und das wäre doch mal was. »Ich bin der Tim.« Patrick nickte, seine Lippen und spielte ein freundliches Lächeln. Stegi schien sich ein wenig hinter seinem Freund zu verstecken. Seine Hände zitterten leicht, als er sich am Hoodie des anderen festklammerte. »Du bist Stegis Zimmermitbewohner, nicht?« Patrick sah mich fragend an. »Ja?« Es klang mehr wie eine Frage. Ich warf Stegi einen fragenden, aber auch warnenden Blick zu. Wehe, da hatte Patrick was erzählt. Dann konnte er was erleben. Aber eigentlich konnte mir das auch egal sein. Der Blonde hatte es ja verdient. Oder? Und in diesem Moment nahm ein Plan in meinem Kopf Gestalt an. Wenn ich es schaffte, das endgültige Vertrauen des Braunhaarigen zu bekommen, dann könnte ich es schaffen, die Schwuchtel von Patrick zu trennen. Stegi biss sich unruhig auf die Lippe. Ich sah, dass er ganz leicht zitterte. Ob vor Freude, dass sein bester Freund da war, vor Angst, Kälte oder Wut konnte ich nicht sagen. Seine blaugrünen Augen sahen mich flehend an. Aber irgendwie konnte man auch meinen, dass er herausfordernd blickte. Wie als wolle er sagen, du schaffst es nicht mehr, Patrick zu nehmen. Ich grinste leicht. Herausforderungen angenommen, Schwuchtel. Doch nimm einem traurigen Menschen niemals die Hoffnung. Es könnte das Letzte sein, was er hat. Kapitel 15. Point of View. Stegi. Irgendwie war der Tag viel zu schnell vorbeigegangen. Palle lag inzwischen in meinem Bett und ich auf der Isomatte. Sehr viel passiert war irgendwie nicht mehr. Außer, dass Tim irgendwie nett gewesen war. Ich seufzte leise. Patrick sah auf und blickte mich direkt an. Alles gut. Seine Worte waren kaum mehr als ein Flüstern, doch ich verstand sie trotzdem deutlich. Alles gut, ich denke nur nach, antwortete ich ebenso leise, woraufhin Palle leicht nickte und dann gähnte. Sorry. Bin voll müde. Er grinste mich entschuldigend an. Ist doch kein Problem. Schlaf ruhig. Na gut. Gute Nacht, Stegobert. Nacht, antwortete ich leise. Mein bester Freund drehte sich zur anderen Seite und schon kurz darauf konnte ich seinen gleichmäßigen Atem hören. Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere. Schlaflos lag ich da. Starrte an die Decke, starrte nach draußen. Ich wagte einen vorsichtigen Blick zu Tim. Unsere Blicke kreuzten sich. Eine leichte Gänsehaut breitete sich in Windeseile auf meinem Körper aus. Seine braunen Augen blickten mich irgendwie fragend an. Sie wirkten nicht ganz so hasserfüllt wie sonst. Und irgendwie tat es gut, ihn endlich ansehen zu können, ohne gleich einen Schlag zu kassieren. Aber vermutlich würde das sofort wieder aufhören, sobald Palle weg war. Ich seufzte erneut, fast lautlos. Den brennenden Blick des Braunhaarigen konnte ich deutlich auf mir liegen spüren. Ich sah wieder unsicher zu ihm. Seine braunen Augen schienen mich aus der Dunkelheit anzufunkeln. Na
Unterwegs probierte ich ein Lächeln. Und irgendwie, auch wenn er das wohl nicht wusste, war dieses eine Lächeln ein Zeichen dafür, dass ich ihn nicht hasste. Ich lächelte selten. Und noch viel seltener war das Lächeln echt. Aber er hob bloß die Augenbrauen an. Er lächelte nicht zurück. Natürlich nicht. Was hatte ich denn auch erwartet? Irgendwann musste ich wohl eingeschlafen sein, denn am nächsten Morgen wurde ich davon wach, dass sich zwei Personen im Zimmer angeregt unterhielten. Ich schlug die Augen auf und bemerkte Tim und Palle, welche sich auf dem Bett von Tim niedergelassen hatten und über irgendwas Unglaubliches Spannendes zu reden schienen. Eine Weile lang lauschte ich bloß ihren Stimmen. Irgendwie tat es gut, beiden einfach so zuhören zu können. Tims Stimme war im Gegensatz zu Patricks mega tief. Aber wahrscheinlich war der Unterschied zu meiner noch viel größer. Tims Stimme war mir irgendwie so viel fremder als Palles, aber trotzdem gleichzeitig so unglaublich vertraut. Palles erinnerte mich an ein Gefühl der Freundschaft, der Geborgenheit, der Vertrautheit. »Stegi, bist du wach?« fragte Palle plötzlich. Ich drehte mich zu ihnen um, öffnete die Augen und nickte leicht. Mein bester Freund lächelte sanft und auch Tim lächelte mir nachdenklich zu. Ich hielt in der Bewegung inne. Meine Augen verweilten auf dem Größeren. Seine Lippen zierte tatsächlich ein kleines Lächeln. Es war so minimal, dass man vermuten könnte, dass es nur eine komische Mundbewegung war. So winzig, dass es war, als würde ein einziger, nach so kleiner Windhauch es wegwischen können. Trotzdem war ich mir vor einem Moment sicher gewesen, dass er gelächelt hatte. Eine unerklärliche Wärme stieg in meinem Körper auf. Unsicher erwiderte ich das Lächeln. »Wollen wir mal frühstücken gehen?« fragte Palle nach einer Weile des Schweigens. Ich schrak hoch und nickte schnell. Gemeinsam liefen wir in den Speisesaal. Er war fast gänzlich leer. Kaum ein Schüler saß daran, vermutlich waren die meisten über die Ferien nach Hause gefahren. Zu dritt setzten wir uns an einen bisher leeren Tisch. Ich saß neben Palle und gegenüber von Tim. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Braunhaarigen am Tisch saß. Das erste Mal, dass er mich nicht mit wütenden Blicken, beleidigenden Worten oder so etwas strafte, sobald ich ihm zu nahe kam. Schon nach kurzer Zeit waren mein bester Freund und Tim in ein lebhaftes Gespräch verwickelt. Ich hörte bloß mit halbem Ohr zu. Dauernd wurde ich von Tims Stimme abgelenkt. Immer wieder musste ich ihn ansehen. Er hatte ein schönes Lachen. Irgendwie wirkte er so viel lebendiger, so viel glücklicher, offener und lebensfroher als sonst. Ein wenig wie auf dem Bild, welches ich gezeichnet hatte. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Doch es war schön, ihn so zu sehen. Ein winziges Lächeln schließ sich auf meine Lippen. Soll ich dein Geschirr mitnehmen? Fragte mich in diesem Moment eine tiefe Stimme. Ich sah auf und blickte direkt in die wundervollen braunen Augen des großen Braunhaarigen. Ich sah ihn fragend an, konnte nicht glauben, dass er das wirklich gefragt hatte. Nur ein unsicheres Nicken brachte ich zustande. Warum war er plötzlich so nett zu mir? Wegen Palle? Weil niemand zusehen konnte? Oder weil er gemerkt hatte, dass ich doch nicht ganz so schlimm war? Stegi? Riss mich in diesem Moment die Stimme meines besten Freundes aus den Gedanken. Ich sah auf. Er blickte mich unsicher lächelnd an. Tim scheint sich gebessert zu haben, oder? Er warf einen schnellen Blick zu dem Braunhaarigen, der gerade das Geschirr wegräumte. Ich meine, er wirkt doch eigentlich ganz nett, nicht? Kann schon sein, antwortete ich leise. Der Braunhaarige seufzte und sah mich traurig an. Was ist los? Ich habe bloß Angst, dass er das noch spielt. Wegen dir. Patrick sah mich lange an. Schließlich nickte er langsam. Das verstehe ich gut und ich weiß, dass er das eigentlich nicht verdient hat, aber gibst du ihm trotzdem eine zweite Chance? Ohne zu zögern nickte ich. Natürlich würde ich das tun. Ich hatte ja schließlich eigentlich nichts gegen ihn. Nur Angst vor ihm. Wollen wir los? Fragte in diesem Moment eine tiefe Stimme direkt neben meinem Ohr. Ich zuckte zusammen und drehte ruckartig meinen Kopf. Einen Moment lang trafen sich Tims und meine Blicke. Ich sah das Funkeln in seinen Augen. Aber es war anders. Er war anders. Es war nicht das übliche, herablassende, hasserfüllte Funkeln.
sondern ein freundliches, wenn er vorsichtig ist. Langsam stand ich auf und folgte Tim und Palle aus dem Speisesaal. Irgendwie hatte ich endlich mal ein glückliches Gefühl, was den kommenden Tag anging. Ich zuckte erschrocken zusammen und blickte verstört auf den Bildschirm vor mir. Die Leiche lag direkt vor der Hauptperson des Horrorfilms. Tim und Palle hatten unbedingt einen gucken wollen. Ich hingegen hasste Horrorfilme, weil ich einfach so unglaublich leicht zu erschrecken war. Bei einem erneuten Schrei zuckte ich wieder zusammen und klammerte mich an die Person, die mir am nächsten war. Ich blickte auf und sah direkt in Tims braune Augen, welche mich mit einem undefinierbaren Ausdruck anblickten. Ich kniff die Augen in Erwartung eines Schlags erschrocken zusammen und ließ augenblicklich seinen grauen Hoodie los. Doch ich spürte weder den stechenden Schmerz noch sonst irgendeine Art von Abweisung. Vorsichtig öffnete ich die Augen und sah zu Tim auf. Seine braunen Augen strahlten mich an. Irgendwie wirkte er verwirrt, aber auch belustigt. Sorry, bildete ich mit meinen Lippen und sah auf den Boden. Tausende Fragen wirbelten in meinem Kopf herum. Ich dachte an den heutigen Tag. Wir hatten echt viel Spaß gehabt. Zu dritt, alle zusammen. Palle, ich und Tim. Irgendwie hatte ich begonnen, den Braunhaarigen zu mögen. Es war komisch und ich wusste nicht, ob ich ihm überhaupt je verzeihen könnte. Ob ich jemals diese Angst loswerden würde, die ich in seiner Gegenwart hatte, aber ich durfte ja noch hoffen. So wie ich ihn inzwischen kennengelernt hatte, war er echt cool. Es machte Spaß mit ihm und er wirkte wie ein komplett anderer Mensch. So glücklich, freundlich und um andere besorgt, als könnte er nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun. Aber wieso? Wieso war er plötzlich so anders zu mir? Was, wenn er mich nur ausnutzen wollte? Ein unwohler Schauer überkam mich. Schnell schüttelte ich mich, um den Gedanken loszuwerden. Nein. Nein, Tim hatte nicht so gewirkt, als hätte er das alles gespielt. Vielmehr, als habe er wirklich Spaß gehabt. Als hätte er den Tag wirklich schön gefunden. Vielleicht hatte Palle recht und wir könnten uns letztendlich doch noch anfreunden. Als ich eine Hand auf der Schulter spürte, fuhr ich hoch. Auf Tims Lippen hatte sich ein sanftes Lächeln gelegt. Stegi, der Film ist seit einigen Minuten zu Ende und du starrst immer noch auf den Laptop. Ich spürte, wie mir die Hitze in die Wangen stieg. Schnell wandte ich den Blick ab. Mann, war das peinlich. Stegi. Palle lachte leicht auf und legte mir einen Arm um die Schulter. Alles gut? Ich nickte schnell. Wirklich? Unsicher sah ich zu Tim, welcher das Geschehen schmunzelnd betrachtete. Du, Stegi? Fragte er auf einmal. Ich sah zu ihm hoch. Ich muss mit dir reden. Die sonst so selbstbewusste und klare Stimme des Braunhaarigen klang auf einmal ängstlich und traurig. Nervös knetete er seine Hände, als ich ein Nicken andeutete. Ich muss mich entschuldigen, murmelte er schließlich. Ich habe dich ein halbes Jahr lang gequält und dir wehgetan. Aber trotzdem hast du mir einfach so noch eine Chance gegeben, obwohl ich so zu dir war. Und heute habe ich gemerkt, wie anders du wirklich bist. Ich habe gesehen, dass du doch gar nicht so schlimm bist, wie ich dachte. Wollen wir es vielleicht nochmal versuchen? Wollen wir einen Neuanfang? Ungläubig starrte ich Tim an. Hatte er das gerade wirklich gesagt? Er entschuldigte sich für all das, was er getan hatte. Aber entweder Tim meinte das wirklich ernst oder er konnte echt gut schauspielen, denn zumindest auf mich wirkte er so, als meine er das ernst. Langsam nickte ich. Natürlich würde ich ihm die zweite Chance geben. Jeder verdient das. Der Größere wirkte deutlich erleichtert. Danke. Ich lächelte leicht und erwiderte das Lächeln. Es war so wundervoll. Dieses Lächeln. Sein Lächeln. Eine Weile verharrten wir in dieser Position, sahen uns gegenseitig an und lächelten einfach nur. Plötzlich streckte Tim seine Hand entgegen und grinste leicht. Hallo, ich bin der Tim. Ich musste leise lachen. Er zog das mit dem Neuanfang also wirklich durch. Ich erwiderte den Händedruck und sofort schoss eine angenehme Wärme in mir hoch. Meine Hand begann zu kribbeln. Hallo, ich bin Stegi.
antwortete ich in Gedanken. Tim lächelte sanft und entzog sich meiner Hand. Ein ungewohntes, glückliches Gefühl stieg in mir hoch. Ich war so froh, dass es nun endlich vorbei war, dass wir uns endlich vertragen hatten. Eine neue Ära hatte begonnen. Das würde man jetzt wohl in irgendeinem total kitschig geschriebenen Buch oder einem schlechten Fantasy-Roman sagen. Nur dass er kein Buch oder keine Geschichte war, sondern das echte Leben. Dass das immer noch eine Überraschung für einen bereithielt. Egal, was noch kam und egal, wie es im Moment schien. Ob diese Überraschung positiv oder negativ war, entschied sich leider immer erst im letzten Moment. Und manchmal, wenn man denkt, dass alles gut ist, dann ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. So, ja, ich musste das mehrfach aufnehmen. Danke einmal an dich, Rauschreduzierung. Ich liebe dich über alles. Aber ich glaube echt, dass ich es jetzt endgültig raus habe, wie es funktioniert. Aber gut. Ja, ich würde sagen, danke einmal an Joe Stories und Neo Theater Maui, denn die haben die Zeichnung gemacht mit diesem kleinen süßen Stege, der sich an Palle klammert. Das stand auch im Buch dabei, an die, die es nicht wissen. Also halt, es halt nicht gelesen haben oder genauso vergesslich sind wie ich. Da stand auch noch bei, so, just imagine, also stellt es euch einfach mal vor. Stegi steht da so und klammert sich an Palle. Oh mein Gott. Aber gut, ich habe, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, hatte ich genau das vor Augen. Und dank diesen beiden wundervollen Personen ist es ein wahr geworden. Dank. Aber gut. Ja, denkt ihr, Tim meint das ernst mit diesem Neuanfang oder meint das nicht ernst? Und wenn ihr das Buch schon kennt und auch noch wisst, wie was passiert, dann betrachtet das bitte so, wie ihr, also wie, als es halt war, als ihr es das erste Mal gelesen habt. Also, Pfoten weg vom Spoilern. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal Drachenmädchen vorbei, da sie ja das Buch geschrieben hat. Schaut bei den genannten Zeichner vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!